Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen am 10.10. mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder hier mit uns das Webinar macht und ich freue mich natürlich auch, dass Sie live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns den Risikohinweis mal direkt an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das war Dirks Beitrag dazu. Auch sehr wichtig. Sorry. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war, aber ich glaube, bitte nehmen Sie nicht dieses Event als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, wie immer an dieser Stelle. Gut, dann wünsche ich Dirk schon mal gute Besserung und dann gebe ich jetzt rüber. Schau mich mal, dass der Bildschirm hier übertragen wird. Sollte jetzt der Fall sein. Also viel Erfolg und viel Spaß. So, kurze Störung hier. Gut. So, wir starten mit guter Laune hier am Dienstag zum Live-Trading, zur Markteröffnung in Frankfurt. Dem Nelson habe ich gerade schon einen Lacher geliefert hier in GoToWebinar. Das klang so, als müsste ich das weiße Zeug vom Tisch mal auch schnell loswerden. Ne? Ja. Videoübertragung war ja noch nicht eingeschaltet, deswegen bleibt spannend, was das war. Okay, also ich sage guten Morgen, freue mich, dass wir das heute wieder zusammen machen und der Nelson hat es gerade schon auf der anderen Seite erwähnt, der darf sich aber gleich hier auch nochmal, darf euch gleich hier auch nochmal separat begrüßen. Also ganz wichtig, ne, auch immer im Risikohinweis, das ist keine Floskel. Ich glaube, man kann das treffenderweise so formulieren, dass was man halt hier im Live-Trading sieht, ist eigentlich immer nur so ein Ausschnitt, so während des Tages für eine Stunde aus dem gesamten Live-Trading. Und wie wir alle wissen, muss nicht jede Stunde gut gehen, nur der Tag muss idealerweise gut gehen. Und von daher bitte nicht einfach nachmachen, außer es passt natürlich zu dem, was ihr da halt auch seht. Und dann sollte das euch auch nicht davon abhalten, drauf zu drücken, wenn es zusammenpasst. Ja, es ist halt nur wichtig, dass es eben keine Empfehlung ist. Man hat es ja auch am Freitag gesehen, das ist ja auch irgendwie, da habe ich den Short Trade dann eigentlich verpasst, ja, mit der zusätzlichen Size. Ich habe ihn zwar, deswegen habe ich noch drin gehabt und dann bin ich unten im Dow Long dagegen gegangen und das war ein bisschen früh und der hat dann halt wieder was gekostet. So hat man nur diesen dann halt gemacht und dann hätte man nur den dann einfach nachgetradet, hätte man bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, auch wenn ich noch zwei Drittel davon während des Webinars auch nochmal rausgeholt habe und insgesamt mit meinem Swing ja auch im Plus gelegen habe, aber da habe ich ja auch am Montag noch was dazu gesagt, gestern beim Livestream. Das ist immer eine Frage auch der Perspektive, ne? Und deswegen muss das halt immer alles zusammenpassen. So, jetzt gebe ich aber gerne dem Nelson auch das Wort und da darf der auch nochmal Moin in die Runde sagen oder was auch immer er sagen möchte. Was auch immer. Ja, guten Morgen YouTube, guten Morgen Twitch. Ich weiß gar nicht, ob der Andreas auf deiner Seite auf YouTube auch online ist. Weiß ich gar nicht, ja. Aber falls ja, dann natürlich auch an der Stelle. Ansonsten, ja, lass ich dich machen. Ich gehe jetzt frühstücken und wir sehen eine halbe Stunde uns wieder. Das kannst du vergessen, du bleibst noch schön hier. So, wir brauchen hier ein bisschen, ich brauche ein bisschen Input, damit ich hier nicht einschlafe. Wobei, ich bin am Morgen von selbst wach geworden, ohne Wecker. Das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen. Und dass ich zumindest hier nicht irgendwie an Konzentrationsmangel, dank Schlafmangel leide, auch wenn es mit dem Redefluss, wie man merkt, noch nicht so ganz klappt, aber das fällt mir abends tatsächlich dann auch immer leichter als morgens, aber ich werde mich schon hier in irgendeiner Form eingrooven. Ja, wenn man um 3 Uhr nachts noch Livestreams macht, dann wird's schwierig. Genau. Ja, so schlimm war es ja nicht. Ich glaube, mein Chart ist kaputt, sollte doch nun fallen. Okay, ja, ich guck mal hier drüber. Wie seid ihr positioniert? Long, der Martin ist immer long, das weiß ich. So, und aha, der Christian Short, könnt ihr mal hier reinschreiben und wie ihr unterwegs seid. Ich habe ja meins schon irgendwie gestern Abend gesagt, werde aber natürlich da gleich auch nochmal drauf eingehen und dann aufs Bild rübergehen. Also aber gerne in die Kommentare und wie immer interessiert mich auch, also wer hier neu ist,
Aber machen wir erstmal die Positionierung. Wer ist long, wer ist flat, wer ist short? Also flat ist ja nicht so wirklich wichtig. Long und short. Long und short. Nee, das zählt nicht. Das ist Geld wechseln im Zweifelsfall. Dow short. Okay. Long. Ja, es ist schon ganz schön durchwachsen. Das Sentiment würde mich auch mal interessieren, wie das gerade aussieht. Das kann ich aber hier selber gerade mal checken, ohne Also dass hier ich hier auf GoToWebinar ist irgendwas Short in störe. Überzahl. Ja, ich hoffe, wir haben in YouTube nicht schon wieder so ein komisches Lagging. Das nervt mich immer so ein bisschen, wobei halt hier eigentlich alles richtig eingestellt ist. So, und guck mal, was sagt das Sentiment? Das nervt dann immer so ein bisschen mit Sound. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sentiment sagt Long. Okay, das ist nicht gut, weil ich will nämlich eigentlich auch eher Long. Aber okay, wir gucken uns gleich mal an, was das wird. Also hier, genau. So, die nächste Frage wäre, wer ist neu? Der schreibt bitte mal einfach neu in die Kommentare, wer neu hier dabei ist, damit ich mich da so ein bisschen drauf einstellen kann. Der Neu, Lutz neu, ist neu der dabei. Lutz, ja, genau. 3, 4, 5, aha. Oh, doch einige hier. Wow. Wow, das ist schon, das ist viel, das ist Das gut. ist gut, ja. Also benimm dich bitte. Ja. Verdammt, ich dachte, ich kann mich gehen lassen, wie immer. Dritte Woche dabei, ja, sehr schön. Okay, ja, gut. Also, bei mir, ich muss das immer dazu sagen, weil das ist kürzlich mal kritisiert worden. Das muss man halt immer verstehen. Also ich bin nicht so der Händler, der irgendwie mit einer Position reingeht und dann halt irgendwie einen Stop zieht und betet und dann hofft, dass es gut geht nach dem Motto CRV. CRV Trades ist was. Und da bin ich auch nicht alleine mit dieser Meinung, wobei das auch nicht wichtig wäre, ob ich damit alleine bin. Aber CRV Trades sind überhaupt nicht mein Ding. So, ich will halt immer, ich skaliere halt gerne, ne? Das heißt, ich gehe immer mit einem Teil von der gesamten Position, beziehungsweise von der gesamten Positionsgröße rein mit einem Teil und skaliere dann. Das heißt, entweder zum Beispiel, wenn ich long gehe, ja, und dann lege ich halt im Ausbruch selber dann nochmal nach, oder wenn ich halt Korrekturpunkte kommen sehe, die ich vielleicht nicht übersehen habe, ja, aber die der Markt dann halt noch machen will, dann passiert es auch schon mal, dass ich auch den Stop schon mal vergrößere und dann halt zum Beispiel gegenskaliere. Und das ist halt mein Handelsstil, von dem ich aber halt eben aber auch überzeugt bin, dass das halt der richtige Weg ist, das zu machen. Ne? Und nicht irgendwie so, ich gehe da long und habe dann einen Stop von 15 Punkte, und wenn der Markt mich abholt und dann höre ich auf und weine und bin traurig. Das ist nicht mein Stil, ne? Sondern ich gucke mir das halt einfach genau an. Ich bin auch, es kann auch schon passieren, dass ich die Richtung halt schlagartig wechsle und ich versuche mich halt so schnell wie möglich auf den Markt einzustellen, auch mit eben den Positionen, ne? Und das muss man halt so ein bisschen verstehen und verstehen wollen. Ja, und deswegen da halt an die Neuen nicht, bitte nicht irritieren lassen, ne? Okay, so, dann gehe ich mal rüber auf das Bild. Also, wie immer der DAX links, der Dow rechts. Aber wir machen heute Morgen, glaube ich, nur DAX. Der Dow ist gestern soweit erstmal, was heißt fertig. Der kann später nochmal nachlegen. Der DAX. Also, da habe ich ja gestern Abend ja auch schon gesagt, eben in meinem Stream, der kann sich eigentlich jetzt mal aufmachen und das Gap zumachen. So, hätte man dann irgendwie gestern Abend einfach gelongt, wo ich das gesagt habe, bis jetzt, dann wäre man halt schon fett im Plus, aber darum geht es jetzt hier nicht. Wir müssen ja gucken, dass wir auch in dieser Stunde irgendwas da aus dem Markt rauskriegen. Er hat es noch nicht zu, ne? Also hier ist erstmal der Daily, den finde ich halt immer ganz wichtig für einen generellen Überblick, was jetzt halt für den Markt überhaupt wichtig wird heute, damit man das, weil ich bin immer der Meinung, so gerade die Kasse, ne? Die Kasse macht halt eher so den Daily, also die orientiert sich eher an Daily-Grenzen, weniger halt jetzt irgendwie an kleineren Timeframes. Klar, die ergeben sich dann da halt raus, ne? Aber vom Prinzip her geht es ja immer darum, halt so das Tagesprogramm halt zu erkennen, was der Markt eigentlich vorhat und oder was er am liebsten vorhat und sich versuchen dann halt da dran zu hängen, ne? Natürlich dann halt eben mit Bestätigung in den kleineren Timeframes. So, und deswegen habe ich halt hier gesagt, ne, wir haben auf der Unterseite
gut, Taschenlampe funktioniert. Wir haben auf der Unterseite, hier haben wir halt immer wieder Support gesehen. Der Markt natürlich ist generell short, ne? Ich bin ja auch nicht irgendwie so generell long orientiert, sondern diese ganze Short-Reise, die kommentiere ich ja schon seit, weiß ich nicht, jetzt mittlerweile ja irgendwie Wochen. Und bevor halt auch mal Gas gegeben hat, da oben unterhalb der 15.500 und irgendwas, wobei Gas gegeben, wenn man sich das so anguckt, sieht man auch so, das geht nicht wirklich vorwärts. Und auch deswegen, das ist halt auch mit ein Grund, wo ich halt sehe, okay, der Markt will halt einfach noch eine Runde korrigieren. Wir werden hier keine Reversal kriegen jetzt, ne? So, dass wir nochmal ein, sorry, ein ATH. Ich habe irgendwie Müsli gegessen, das staubt irgendwie, glaube ich, in meiner Kehle. Sorry. Ja, wir werden hier von hier aus keine ATH machen oder so, ne? Aber trotzdem, Intraday geht es ja immer darum, so ein paar Punkte rauszuschneiden. Und deswegen versuche ich mich da jetzt dran zu klemmen. Das heißt, der Markt versucht hier das Gap zuzumachen. Noch ist es nicht zu. Oberhalb 15.273 wäre es zu. Das sind jetzt irgendwie nur 30 Punkte. Da könnte man doch sagen, da gehe ich doch long und lege die Füße hoch. Und ja gut, spätestens bis heute Abend habe ich es dann wahrscheinlich, aber auch eben nicht sicher, ne? So, aber das wäre halt so generell auch immer noch mein Ansatz. Wir kommen auch hier, das werden wir gleich sehen, jetzt auch nicht mit einem Downgap rein, sondern eher, sondern mit deutlich mit einem Aufwärtsgap gegenüber gestern. Das auch sollte den Markt dazu bewegen, erstmal nach oben zu reagieren bei der Eröffnung. Also das heißt, wenn der Markt jetzt hier irgendwo aufmacht bei der 247, wird er wahrscheinlich nicht allzu stark nach unten reagieren, beziehungsweise er wird nicht die Tageskerze umdrehen. Da glaube ich nicht dran. Weil so ein Aufwärtsgap, das wird dann halt eben auch oft hat es dann halt eben auch die Wirkung, dass Short-Positionen auch erstmal glattgestellt werden. Gut, das könnte man im Future jetzt auch zu jeder Zeit machen, aber da wird auch gerne die Bewegung mit ausgenutzt. Das heißt, ich gehe davon aus, wir kriegen so ein bisschen Reaktion nach unten zur Eröffnung. Ich hoffe es, ja, weil ich würde da halt schon versuchen, long reinzukommen und dann halt in Richtung Gap und ab da muss man halt sehen, was passiert. Das wäre so meine generelle Tageseinschätzung für den DAX, dass der versucht, das Gap zuzumachen und auch ansonsten gerne versucht, da oben die nächsten Levels abzuholen bei der 420 etwa, ne, 15.420. So, und da versuche ich mich jetzt irgendwie drauf einzuschießen und zu gucken, wie ich den halt greifen kann. Im H1 sieht die ganze Geschichte so aus. Da war ich vorhin auch schon mal eine Runde long und gedacht, ah, nee, komm, lass den mal irgendwie die Eröffnung machen. Und beziehungsweise die 8 Uhr Bewegung fertig machen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass hier unten, das wird man gleich sehen auf dem anderen Chart, dass das Vortageshoch, ne, das sieht man hier ja auch, noch nicht so ganz abgeholt wurde. Das heißt, da fehlt noch ein kleines Stück. Kann das hier mal einblenden. Vortageshoch da unten, ne? So ein kleines Stück fehlt noch. Da kann der ruhig mal drauf aufsetzen. Das heißt, selbst wenn der jetzt irgendwie um 8 Uhr erstmal, um 9 Uhr erstmal nach unten schleudert, wie gesagt, ich hoffe es, ja. Nicht, dass der mir hier oben abhaut. Das wäre natürlich ein bisschen schade, nervig, wie auch immer, ne? SMA 20 kommt von unten hoch, der passt gleich auch ganz hervorragend dazu. Das heißt, bei 15.200 wäre hier mein präferierter Long Entry. Das kann natürlich dann sein, dass der sich erstmal bis halb 10 da runterhangelt. Und dann halt erst später dann halt auch wieder zurückläuft. Aber wir werden sehen, wie die erste Bewegung aussieht. Das heißt also, ne, ich bleibe jetzt erstmal beim DAX hier dabei. Links ist mein Handelschart. Hier ist, das ist CFD. Im Hintergrund ist wie immer der Future. Deswegen habe ich hier halt auch ein Orderbuch. Und mal gucken, was da jetzt halt passiert. Also hier sieht man auch, ne, die helle Linie, die hellgrüne Linie. Das ist das Vortages, was Staubelung. Ich lese immer die Kommentare mal so ein bisschen mit. Staubelung, ja, genau. Vom Müsli. Also, ne, hier sieht man es ja auch. Auf der Unterseite könnte noch ein Stück fehlen. Ich hoffe es, ja. Das ist halt so. Was ist das denn heute? Vielleicht doch besser wieder Brötchen. So, ich zeichne das hier auch mal kurz ein, das Gap. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. So, Dann ist da wäre es Müsli gewesen. normalerweise auch mit Milch oder was anderes, ne? Nicht trocken. Ja, so Sojamilch. Also habe ich mir sagen lassen, aber ich inhaliere das immer, deswegen. Ja, damit ich die ganze Wirkung auch habe. So, könnte aber genauso gut sein, dass sie direkt hochknallt. Oh, 250 Kontrakte ist ein bisschen viel, ne? Also ein bisschen umstellen hier. Das könnte natürlich jetzt auch passieren.
Das meine ich mit nervigem Geräusch. Solange du nicht nach Fliegen greifst. Sorry, das ist, wenn man die Webseite auf hat von der Euwax. Oh Mann, ey. Moment. So, liege ich direkt drauf. Will er aber, ne? Sieht so aus. Komm, ich gehe mal mit, mach mal ein Viertel hier auf und versuche mal, ob das was wird. Boah, ich sehe hier gerade Sternchen. So, das heißt, der muss ja jetzt erstmal nur den Versuch hier auch machen, im Zweifelsfall. Boah, ich hoffe, ich war jetzt hier nicht irgendwie zu übermotiviert. Beziehungsweise nicht zu vorschnell. Nicht, muss ich den gleich wieder rausnehmen. Ich habe mich jetzt erstmal knapp drunter, aber auch da sage ich, ne, das muss so nicht bleiben. So, entweder durch oder, ne, ich traue dem Braten noch nicht so ganz hier. Okay. Das war jetzt halt irgendwie dann aber auch nur irgendwie. Ne, okay. Weil das ist mir irgendwie ein bisschen zu einfach, dass der jetzt hier direkt raufläuft. Ich hätte schon gerne irgendwie, dass hier unten so eine Schweinerei macht. Also zwei Punkte waren es gerade. Das war ein bisschen schnell. Aber man hätte den, wenn dann halt hier direkt machen müssen bei dem allerersten kleinen Dip. Aber da habe ich mich hier kurz mit meiner Staublunge befasst und dem Staubkorn, das ich inhaliert habe. Deswegen habe ich den nicht ganz erwischt. Aber. Ich bin zwar jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, irgendwie zu viel nachzudenken, aber und das heißt, wo ich ja gerade gesagt habe, das ist so ein bisschen zu einfach, trotzdem kann es aber funktionieren. Ne? Das ist keine Frage. So, wenn er das macht, das wäre jetzt dann halt mein nächster Ansatz. Also hier, 10 Punkte wären es jetzt auch noch gewesen. Wenn er das jetzt macht, und dann ist das halt generell auch eben nach meiner Sicht eben ein Long-Signal. Das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt direkt da oben dann gleich nochmal den nächsten Long aufmachen am Gap selber. Das kann man zwar auch schon mal machen, das hat gestern sogar im DAU funktioniert, aber auch nur mit einer Verzögerung letzten Endes dann halt von einer Stunde. Weil da hatte ich ja halt auch ein Setup gepostet und habe gesagt, so, der geht noch da und dahin. Und hat er dann auch im Endeffekt gemacht. Aber besser ist dann halt eigentlich, wenn man versucht, sich da halt irgendwo ein bisschen tiefer, ja, da ist es zu, ne? Ein bisschen tiefer dann einzugrooven. So, was man natürlich genauso gut machen kann, ist hier für ein paar Punkte Short, würde ich aber jetzt erstmal, wäre ich jetzt erstmal kein Freund davon. Hier war ich echt zu langsam, ne? Durch diese Husterei, das ist echt so ein bisschen gerade ein bisschen doof. 2 Punkte mitgenommen und 30 wären es gewesen. Okay. Also Gap Close ist kein Short-Signal. Das ist halt klar. Ne? Was? Ich bin nicht leise? Ich bin nicht leise. Das ist hier alles voller Ausschlag. Sollte eigentlich stimmen, oder? Ist hier was so Also besser? auf GoToWebinar war alles gut und Ja. jetzt bist du wesentlich lauter. Ja, okay, gut. Dann sollte es jetzt besser passen. Ne? Sorry. Okay, also. Wie gesagt, Gap Close ist kein Short-Signal. Ne? Der kann jetzt hier oben reagieren. Ich würde aber dann trotzdem eher versuchen, in einem kleinen Rücklauf da reinzukommen und durchs Gap durchzukommen. Ne? Weil natürlich ja auch gegenüber von dem Vortag, wo sind wir hier? Beziehungsweise, ne? Wir stehen zwar noch drunter unter diesen Highs. Das heißt, da fehlt noch ein kleines Stück hier oben. Die 291, solange wir da drunter stehen, ist es halt noch short, aber was heißt short, ne? Also short im Sinne von vom Daily noch kein neues Hoch, also noch nicht long, nennen wir es mal lieber so, aber nicht zwangsweise short. So, und von daher bis dahin geht es auch noch mit der Gegenbewegung, aber ich würde schon eher versuchen, jetzt unten anzusetzen, so dass wir da halt eben raufkommen. Ich mache das hier ein bisschen kleiner, den Daily brauchen wir ja nicht so groß. So, dass man es hier ein bisschen besser sieht. So, das heißt, mein Ansatz, den ich halt auch immer beschreibe, ist halt eben das Framing, also die Struktur.
Mal gucken, ob der Markt jetzt hier versucht, eine Struktur aufzumachen, die sich halt durchzieht. Das heißt also eine squeeze-artige Struktur, die man halt eben auch gerne im M5 dann halt als erstes beobachten kann. Das heißt, ohne dass der halt hier die Farbe wechselt, das heißt Außenstäbe im M5 in gleichbleibender Farbe. Wenn er das jetzt macht, also wenn er jetzt als Beispiel den M5 über dem High schließt, dann wäre das spätestens der Moment, wo ich sagen würde, gut, dann klinke ich mich auf der Unterseite vom M5 erstmal ein und später vom M15 und gucke dann darauf zu kommen. So, das heißt, also wie gesagt, hier habe ich jetzt gerade so ein bisschen durch meine Husterei hier ein bisschen den Überblick kurz verloren, bin da 2 Punkte long gegangen und statt irgendwie ein Stück weit höher. Aber okay, passiert, ne? Aber generell hat es ja schon gepasst. Mit der Einschätzung generell, ne? Der kann das versuchen. Trotzdem, ich hätte es natürlich viel lieber gerne hier unten gehabt, um da halt reinzukommen. Wenn ich das so sehe, denke ich natürlich auch, okay, den 8 Uhr Long heute Morgen hätte ich einfach mal auflassen sollen. Aber naja, so ist es halt. Also 292, das wäre jetzt eventuell noch eine Chance, mal kurz Short dagegen zu halten. Und danach mal zu sehen, was wird. Aber mal gucken, ob der da oben durchgeht, ob der das so meint. 94, neues Hoch, ja. Das sieht schon nicht so short aus hier. Gute Bewegung. Ja, ohne mich nur leider, ne? Ja, leider. Das ist sehr schade. So, rennen wir hier oben aus dem Bild raus. Aber deswegen dann halt auch hier wichtig zu sehen, so nicht einfach dagegen halten, nur weil da ein Hoch ist, sondern gucken, was der Markt halt treibt. Ne? So, und das meinte ich jetzt, wenn wir also jetzt hier, irgendwo komme ich da schon noch rein. Und wenn es nur für irgendwie ein paar Punkte ist. Wenn der jetzt also jetzt wie hier versucht, eine Struktur im M5 aufzubauen, sich hier oben jetzt hält, dann auch im Maximum quasi, und dann würde ich halt versuchen, in diese Struktur da halt gleich noch irgendwo reinzukommen. Gerade mal rein Interesse halber, was macht der DAO? Ja, drückt. Ja, der DAO ist nicht. Ja, ich mir das so angucke. Das passt nicht mit dem DAX zusammen. Beginn einer Jahresendrallye. Leute, wir sind im Daytrading. Das kann auch der letzte Aufbäumer sein, bevor das Ding in den Keller fällt. Nicht so große Gedanken machen. Ne? Der darf, ich habe das ja auch schon gestern gesagt, der darf bis 450, etwa in dem Bereich, darf der auch hochlaufen. Deswegen haben wir noch längst keine Rallye. Sondern erstmal korrektives Aufwärts. Mehr ist das noch nicht. Ne? Und es geht ja im Daytrading immer nur darum, irgendwie ein paar Punkte da halt irgendwie rauszuschneiden. Richtung egal. Ne? Und deswegen, habe ich ja vorhin auch gesagt oder auch im Blog, ich bin schon der Meinung, dass das Ding halt long ist. Aber wie so immer, es nutzt halt nichts, ne? Wenn man nicht reinkommt. Da habe ich aber echt Talent jetzt hier gerade für. Ne? Am Freitag schon den 300 Punkte Short verpasst. Jetzt hier meinen Hustenanfall um 10 Sekunden nach 9. Mann. Es ist. Also, ich hoffe, ihr seid alle long und die Shorties haben eingesehen, dass das keine gute Idee war, Short zu sein. Beziehungsweise rechtzeitig eingesehen oder das mal überdacht. Hat das Sentiment auch mal gestimmt, ja? Ja, 16 ist jetzt nicht so, ne? Mittlerweile ist wahrscheinlich wieder höher, ist schon wieder bei 0. Ja, Sentiment ist schon speziell. So, also was vielleicht gehen könnte, das wäre nach Abschluss der 15 Minuten eine kleine, dass wir da eine kleine Gegenbewegung bekommen, das wäre denkbar. Muss aber auch nicht sein. Der knallt schon ordentlich hier oben raus, ne? Also er startet hier wirklich so ein Squeeze-Framing im M5, wie es aussieht. Das wird nicht so einfach.
Also 292 war das Hoch, ne? Das heißt also hier dieser Bereich. 390 wird nächster Widerstand. Wir werden sehen. Also die Regel gilt halt auch immer, ne? Wenn ein Squeeze läuft, läuft ein Squeeze. Dann funktioniert gar nichts mehr. Dann gibt es auch keine festen Widerstände mehr und nichts. Der Squeeze ist vorbei, wenn der Squeeze vorbei ist. Und das haben wir hier gerade so ein bisschen, ne? Der kommt. Und beziehungsweise es könnte sein, dass er kommt. Wie gesagt, der DAO spielt noch nicht so wirklich mit, ne? Der passt noch nicht so ganz dazu. Vielleicht mal gucken, wie der aussieht. Na doch, der zieht auch schon zu deutlich zu hoch hier jetzt mittlerweile, ne? Also von daher, der könnte gleich mitgehen. Ja, weil der halt hier die Struktur mal eben kurz auf den Kopf gestellt hat. Aber der könnte das auch machen. Da habe ich noch einen Long von gestern auf, aber der zählt ja jetzt nicht. Aber da habe ich ja auch in der Facebook-Gruppe geschrieben, ich mache mal irgendwie drei Viertel zu, weil das könnte der nächste Swing werden. Ach so, mein Dow Short Swing, das nur am Rande, den habe ich gestern zugemacht. Ne? Den hatte ich ja irgendwie über 3 Wochen da drin. Und aber gestern ist der, durfte der sich verabschieden. Und wie immer ist es so, dass man nicht optimal rauskommt, ja, aber ich bin da, glaube ich, also dass der Gap Close hat eben im DAO gestern auch war, so ein Ding, wo ich gesagt habe, guck mal, wo du noch ein bisschen Rücklauf kriegst und dann machst du lieber mal zu. Ne? Die 7,3. Ich lese hier gerade so ein bisschen mit. Also, ne, ich kann halt nur, wenn der Markt einen Squeeze baut, ne, kommt nicht irgendwie auf die Idee, irgendwie zu glauben, dass ihr wisst, wo er bremst. Also das ist immer, also das Ding ist, wenn jemand so einen Squeeze programmiert, anders kann man es ja nicht sagen. Ne? Das heißt, das ist ja dann halt irgendwie eine gesteuerte Geschichte, da wird dann halt mit einer Iceberg-Order wird dann halt, dann in einer gewissen Taktung wird halt, werden da halt Positionen in den Markt gegeben. Ja, also meistens dann halt eben Market Orders, die dann halt in einer gewissen zeitlichen Taktung dann halt ablaufen und nach einem gewissen Framing. So, und was auch immer dieser oder diese welche im Sinn hat, ja, wo der Markt hin soll, das sollte man nicht irgendwie auf die Idee kommen zu raten. Braucht man auch gar nicht, weil man kann sich einfach angucken, wohin der Squeeze läuft. Also so merkwürdig das jetzt für die Neuen dann halt klingt, das habe ich aber auch schon x-fach in meinem Blog beschrieben und auch dann am Tag vorher gesagt, so, hey Leute, wir hatten irgendwie einen Squeeze, da muss man jetzt nicht frustriert sein, wenn man damit nicht gerechnet hat und da dann halt irgendwie überfahren wurde, sondern so ein Squeeze bietet auch immer die Chance, am nächsten Tag das ganze Ding rückwärts abzuwickeln, ne? Und dann eben alles auch wieder gut zu machen. Und das hat schon mehr als einmal gestimmt, ja. Also eigentlich jedes Mal, wo ich das erklärt habe, hat es gestimmt. Und weil man erkennt einen Squeeze. Also man muss halt gucken, man muss halt versuchen rauszufinden, wo der Squeeze halt stattfindet, also in welchem Timeframe. Und deswegen habe ich halt hier dieses Framing in letzter Zeit auch immer an, weil der Markt das momentan irgendwie super oft macht. Framing heißt eben halt die Außenstäbe und daran sieht man einen Squeeze. So, das kann man glauben oder nicht, das ist mir völlig egal, aber ich weiß, dass es so ist, weil ich es einfach zu oft gesehen habe und auch zu oft gesagt habe, wann das Ding vorbei ist, in welchem Timeframe, in welchem Markt und es halt einfach auch zu oft genau gestimmt hat. So, der M2 ist es schon mal nicht, der ist nämlich hier jetzt gerade auf Rot gedreht. Das heißt, der kriegt jetzt wahrscheinlich ein bisschen Korrektur. Ne? Ich habe ja auch gerade gesagt, es könnte sein, dass wir zum Ende der M15 hier ein paar Punkte rückwärts kriegen werden. Das sieht auch gerade so ein bisschen danach aus. Und dann würde ich aber versuchen, da reinzukommen. Und wenn der M5 jetzt hier der Kollege war, der das versucht zu bauen, da wären wir bei 274. So, das heißt, hier in dem Bereich, da würde ich versuchen, reinzukommen. In den Long wohlgemerkt. Der Haken ist dann natürlich nur, 274 ist unterm Gap. Ne? Also 279 ist ja das Gap. Aber das wird auf der anderen Seite auch dann nicht so schnell einfach durchfallen, wenn überhaupt dahin kommt. Ja, das ist jetzt mal das andere. So, weil noch haben wir die Korrektur nicht, die ich hier eigentlich jetzt gerne hätte. Also den Rücklauf.
Und momentan ist es alles nur Theorie. So, M15, der erste ist durch. Mal gucken, ob der jetzt hier noch einen Nachbrenner kriegt sofort. Und dann halt eben, weil oft ist es so, dass halt so dann nach dem Abschluss von einer Periode oder gerade M15 oder H1 gibt es nochmal einen Nachdrücker in die eigentliche Richtung, wo das Ding gelaufen ist. Wenn der aber jetzt als erstes hier kommt, dann kommt er wahrscheinlich aber auch nicht weit. Dann kommt er hier oben wahrscheinlich bis an seine Extension 340. Das wäre hier oben in dem Bereich und dann sollte es dort mal kurz ein paar Punkte rückwärts gehen. Ja, sofern der Markt das so möchte, ne? Also, ne, ich habe ja selber gerade gesagt, glaubt nicht irgendwie vorher zu wissen, wo der Markt dreht und geht dann selber hier oben short, aber ich will ja auch nur eigentlich versuchen, in den Long reinzukommen. Ich will jetzt hier nur kurz die erste Übertreibung mitnehmen und dann halt versuchen, in die Korrektur reinzukommen und das halt damit zu finanzieren. Das kann natürlich auch ein Fehler sein, das ist keine Frage, aber wenn der Markt halt so knapp jetzt hier ansetzt, ja, ohne überhaupt das Framing auch nur einmal in irgendeinem Timeframe getestet zu haben, dann kommt der normalerweise nicht so weit. Und macht dann eine kurze Übertreibung und macht dann eben anschließend den Test. Ich hoffe, das stimmt. Aber das ist dann halt auch eher so eine Annahme, die halt eben auf Erfahrung beruht und die kann natürlich auch schon mal nicht richtig sein, ne? Das ist gar keine Frage. So, wir werden hier eh gefüllt mit einer Limit Pullback. Noch sind wir nicht drin. Okay, das ist genau der Punkt. So, und ab hier mal gucken, ob es da ein paar Punkte rückwärts gibt. Wäre natürlich, wie gesagt, bis da unten hin wahrscheinlich ist zu vermessen. Aber das wäre jetzt halt erstmal die Bremse im M5. Und dann eben halt auch für den M15, der dann zumindest mal gerne auf den Anfang halt zurück darf. Okay, no, das sieht doch gut aus. So, die nehme ich doch jetzt einfach mal mit. Schnelle Reaktion, das hat schon mal gepasst, ne? Das ist einfach aber nur typisch. Trotzdem will ich das jetzt nicht riskieren, ja, und dann die ganze Zeit darauf bauen. Das waren jetzt einfach nur mal schnelle 10 Punkte. Aber das ist jetzt einfach so ein ganz typisches Verhalten im Squeeze. Ja? Ich habe das halt einfach eine Million Mal gemacht und irgendwann weiß man halt, wie es ist. Ne? So, das war jetzt schnell, aber das war gut, würde ich mal behaupten. Also, das heißt, 274 ist schon viel, aber halt auch nicht unmöglich. So, wer hat die 10 Punkte mitgemacht? Ging wahrscheinlich zu schnell. Ne? Aber ich habe es ja erklärt, also warum, weshalb der dort zumindest erstmal reagieren darf, muss oder wie auch immer. Du meinst, wer die gleiche Idee hatte, ne? Ja, Entschuldigung. Ja, aber war auch richtig, denke ich, hier erstmal rauszugehen nach 10 schnellen Punkten. Könnte jetzt natürlich nochmal hier reingehen, aber das soll jetzt auch nicht vermessen werden, ne? Weil das Ding könnte sich schon hier weiterhin so aufbauen. Ja, nur Long Short so riskant. Ja, ne? Also wie gesagt, wenn man schnell ist und weiß wo, dann ist es gut. Aber ja, es kann halt leider echt sein, dass ich hier in den Long nicht mehr reinkomme. Ne? Das könnte tatsächlich sein. Da ist Druck Aber vor allen drauf. Dingen war ja auch eine Geschichte richtig, nämlich dass ich halt hier gesagt habe, Gap Close, ne? Nicht da Short. Also unter der 292, okay, ja. Aber das macht er tatsächlich besser als der Dow gestern, weil da bin ich ja beim Gap Close auch long gegangen. Da hat er aber erstmal halt nochmal deutlicher, was heißt deutlich, 40 Punkte zurückgesetzt und der DAX rennt einfach durch. Ne? Okay. Ja, das ist ein bisschen schade hier fürs Live-Trading. Ne? Irgendwie 12 Punkte plus bei so einer Bewegung ist halt so ein bisschen mager. Vor allen Dingen, wo war mein Long? Der erste
Ja. Da war Long. Das ist natürlich. Ach ja. Da war er. Da war er. Ja, das ist schon ein bisschen mies, ne? Aber gut, damit muss man leben, ne? So bin ich rein, 259, ja, 100 Punkte wären es fast schon gewesen, ne? 90 Punkte, wie der Martin hier auch schreibt. 75 Würdest eingesagt. du im M5 jetzt auch wieder Short gehen, Short Scalper R1 und R2? Nee. Weil der Gedanke war ja verbunden mit dem M15, ne, weil wir hier noch gar keine Korrektur gesehen haben, der direkt nach oben gelaufen ist. Und da war ja die Annahme, okay, wenn der jetzt irgendwie im M15 noch eine Korrektur machen will, dann macht das in der ersten Übertragung vom M5. Jetzt stehen wir aber da mittendrin in dieser M15-Bewegung. Von daher ist es, glaube ich, nicht so die Weltklasse-Idee. So, da wäre dann halt eher der hier, der kommt jetzt auch an seine maximale Übertreibung. Und das heißt, dann stehen wir bei 360. Wer hat die vorhin genannt? Da war doch auch jemand, ah, ne, 390, 362. Bei YouTube hat jemand gesagt, es könnte eine Hürde werden. Das würde dann an der Stelle sogar passen, ne? Also, dass wir dort eine Reaktion kriegen. Ne? Aber im Konjunktiv noch. Gibt es da halt irgendwie nicht wirklich Gründe dafür? Von daher mal kurz warten, was das Ganze dann hier werden wird. Ich fände es ja immer noch viel besser, irgendwo da unten reinzukommen. Ne? Aber also irgendwann wird halt ein Rücksetzer kommen. Wo ist egal. Und den werde ich mir auf jeden Fall versuchen zu schnappen. Guck mal hier drüber, wie das hier inzwischen aussieht. Also, H1 gut, ist klar. Ne? So, hier kommt auch Live-Chart ins Spiel mit der 360. Auch da wäre es jetzt nicht so wahnsinnig erstaunlich, wenn da eine Reaktion kommt. Aber 398 hat hier irgendwie, ist dicker und das hat ja auch seinen Grund, den ich jetzt auch erstmal gar nicht kennen muss. Warum ich das da eingezeichnet habe, aber das kann man ja einfach mal im Auge behalten. So, was aber jetzt kommt, was jetzt quasi klar ist, ja, das ist halt hier oben der SMA20 fallenderweise. Der muss aber hier nicht nochmal an diese Supports dran von damals. Das heißt, so hoch muss der nicht. Das heißt, ich würde hier tatsächlich eher tiefer ansetzen. Also, das heißt, Maximum bei dieser Übertreibung bei 418, 420, 430. Aber ich meine, ich hatte zwar gesagt, ne, 450 wären tatsächlich schon noch mal drin, ne, und spätestens da gibt es einen auf den Deckel, das hatte ich gestern schon gesagt. Okay, ja, aber halt viel höher, wenn man das Ding rockt, sollte man, glaube ich, echt da nicht dran gehen. Das ist. Weil ich rechne eher damit, dass dieser ganze Turm auch nochmal zusammenklappt. Ne? Jetzt nicht mehr, was ist mit meiner Stimme los? Jetzt nicht mehr hier während der Markteröffnung, das ist halt auch klar. Ne? Aber halt so generell, wir sind korrektiv. Ne? Ich glaube, ja, also soll jetzt auch keine religiöse Frage werden, aber. Vom Bild her macht es für mich auch keinen Sinn, warum das jetzt hier ein Reversal werden sollte. Und deswegen glaube ich, das wird auch keins. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er eben nicht, und das meinte ich auch gestern im Livestream, beziehungsweise gestern im Stream, gestern Nacht, doch Livestream, und ja auch hier, der darf schon mal so eine Bewegung machen. Ja, was dann daraus wird, steht auf dem anderen Blatt. Wichtig ist immer nur, dass man es erkennt und dass er das machen darf, warum er das machen darf und sich nicht da über den Haufen fahren lässt. Ne? Okay, also das wäre das große Bild, 420 etwa. Ne? Sollte man irgendwie schon damit rechnen. So, also das wäre dann auch eben das Maximum von der Bewegung, falls er sich ja am Stück durchziehen will. Ne? Ja, hier M5 wurde gerade, genau, ne? Schon schwer weiterzukommen. Und von daher, ja, das ist jetzt erstmal nur irgendwie der M5, der hat noch nichts zu melden.
So, interessant wird es dann vielleicht jetzt gleich nochmal. Candlestick Shooting Star. Ja. Ich muss den mal hier ausmachen. Ja, Sentiment 44 Short. Gut, das sind halt die, die nicht hier beim Webinar dabei sind, ne? Die verstehen es nicht. 44, minus 44, das Sentiment. Alles klar. Das sagt ja wieder einiges aus, ne? Und dabei ist es doch irgendwie gar nicht so schwer, den Markt so ein bisschen zu verstehen. Der Werner, ich sag da gleich was dazu. Also, 9:30 Uhr, ich nenne sie immer die Knoppers-Fraktion. Die wirbeln ganz gerne nochmal durch. Und dann. Was? Und da kriegen wir jetzt schon noch irgendwie, hoffe ich, doch eine Chance, da in irgendeiner Form reinzukommen. Ne? Weil das hier ist jetzt erstmal Nirvana, wo der hier dreht. Also für mich zumindest Nirvana. Das ist irgendwo, so irgendwo im Nirgendwo. 292 waren die Highs. So, und das wäre natürlich jetzt inzwischen dann auch der bessere. 292, genau. Dass man dort versucht, jetzt reinzukommen, das sind ja die Hochs. Ne? Hier sieht man es ja im H1. Das war das High, das ist rausgenommen. Und wenn man so in so einem Boxing denkt, ne, dann ist es eben typisch, dass halt eben dass wenn hoch überboten wurde, dass es dann von oben bestätigt wird, abgeholt wird, auch im kleinen Timeframe. Ne? Das heißt, generell ist das ja immer die Wirkungsumkehr. Ich sehe sie halt natürlich viel lieber in einem größeren Timeframe wie dem H1, aber der kann das jetzt trotzdem aber halt auch hier vorwegnehmen. Und dann halt mal das versuchen, in einem kleineren Timeframe durchzuziehen. Das heißt dann zwar nicht, dass das dann nachher vorbei ist. Also ich hoffe, man versteht, was ich hier phrase. Ich glaube, man versteht das gar nicht, was ich meine. Also, der normale Weg wäre jetzt halt der, ne, dass wir hier im H1 da oben irgendwo hinklettern. Ja, dann haben wir hier so einen langen Strich durch diesen Widerstand. Und dann wäre mein normaler Ansatz der, dass ich sage, ja gut, wenn der da oben irgendwo steht, das gekauft wurde. Und wenn es dann zurückkommt, dann wäre das hier, ne, wenn es dann zurückkommt, dann wäre das hier mein Long Entry, weil hier der letzte Widerstand war. Und Widerstand wird dann halt wieder zum Support. Das ist einfaches Role Reversal, also Wirkungsumkehr. Ne, das wäre die normale Bewegung im H1. So, was ich gerade meinte ist, wenn der das aber jetzt hier in einem kleinen Timeframe jetzt auch schon mal macht, ne, das heißt, hat jetzt hier die Hochs, die 15.293 relativ deutlich abgeschossen. Und wenn der jetzt zum kleinen Timeframe wie dem M5, ne, da halt runterkommt, dann wird der die höchstwahrscheinlich auch versuchen zu halten und dann nicht mehr drunter zu fallen. Und deswegen habe ich halt gesagt, dann wäre dann halt hier auch mein erster Long. Jetzt erstmal und mal gucken, ob wir mit dem dann halt eben auch ein paar Punkte da durchkommen. Gucken wir das hier mal an. 292. Ja. Wäre das die perfekte Extension da unten sogar vom M5? Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir die um halb 10. Ich wäre jetzt nur kein Freund davon, hier oben long reinzuspringen. Irgendwie echt nicht. Also, Marvin schreibt, mit dieser Beta wird der Kursverlauf der nächsten 2 Minuten schon vorab angezeigt. Ja, genau. Das wäre mal eine Erfindung, oder Nelson? Falls er noch da ist. Nelson ist Ich bin weg. da. Nein, ich bin nicht da. Ich bin vom Frühstück wieder zurück. Okay. Ja, hier der Kommentar gerade, das war gut. Genau, wir machen einfach mal den Kursverlauf vorab. Ja, wann Alles kommt klar, die meine Freunde. Beta dann raus, hör mal? Bitte was? Ja, genau. So, was in der Dauer in der Vorbörse an den Nachthochs? Ja, das passt. Aber ob wir jetzt hier wirklich mal einen Rückwärtsgang kriegen, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Aber ich kann halt nur davor warnen, hier einfach short zu stochern. Ne? Das ist irgendwie nicht gut. Also wenn hier das Ding so programmiert ist, dass der halt bis wann auch immer, meinetwegen 11 Uhr da oben stehen muss, dann steht der auch da bis 11 Uhr. Ja, oder meistens ist ja eher so. Das wird dann halt in so einem Framing dann halt reingehauen, bis es halt eben durch ist. Egal wie lange es dauert. Und da macht es keinen Sinn, ne, dagegen zu halten.
Blind. So, 9:30 Uhr, ich bin mal gespannt. So viel zu M5 tut sich schon wieder schwer. So, jetzt haben wir hier natürlich aber die nächste Chance. Das könnte jetzt nochmal sein. Der startet nämlich hier ohne Lunte. Funktioniert das? Ohne Lunte. Risky, risky. Ihr seht, ich habe den Finger da oben drauf. Aber ich habe so ein bisschen Manschetten. Komm. Ich mache den mal hier in klein. Also gleiches Prinzip wie eben mit dem M15-Wechsel. Ne? Heißt aber nicht, dass es jetzt auch wieder machen muss. Ja, einfach nur für ein paar Punkte dagegen, aber eigentlich will ich long, ja, ich will gar nicht short. So, und prompt, ne, kriege ich den Gewinn von vorhin wieder fast weggenommen. Aber das macht keinen Sinn, ne, hier irgendwie lange auszuhalten. Also, wenn man das macht, irgendwie eng und genau drauf gucken. Macht das nochmal oder nicht? Weil der startet hier wirklich komplett ohne alles da unten. Ne? Das ist echt schon ein bisschen arg. 39. Normalerweise hat man schon so ein bisschen. Komm, ich mache ihn ein zweites Mal, riskiere ich den. Weil er da oben ja reagiert hat. Ja, mal gucken, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber hier blind dagegen halten. Also das ist so eine Nummer, wo ich mich auch schwer tun würde zu skalieren, ehrlich gesagt. Ne? Also so ein kleines Neues, okay, ne? Aber da darf viel mehr nicht kommen. Ne? Das ist irgendwie nicht gut. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Okay. Wie man sieht, manchmal muss man einfach ein bisschen auf Zack sein, ne? Na, erstmal ist es da, setzt aber auch nur hier, ne, wenn man genau guckt. Einfach nur an der Eröffnung von den letzten 5 Minuten an, also noch nichts passiert. Kann immer noch daneben gehen. Aber wenn wir hier durchgehen. Nicht ohne, ne, hier zu shorten. Das ist echt nicht ohne. Also den kleinen Loser, den hätte ich auch schon gerade ausgleichen können, ne? Indem ich einfach mal drauf gedrückt hätte, so wie eben. Aber da wir jetzt halt hier gerade im 2 da deutlich drunter gehen, wollte ich den jetzt mal kurz aushalten, dem mal eine zweite Chance geben. Aber das sieht nicht wirklich gut aus. Also, ich habe halt gesagt, na, hier kleines neues Hoch, okay, ja, aber mehr. Da oben skalieren, bin ich kein Freund von. Generell eigentlich gerade nicht wirklich. Nicht so wirklich. Ja, mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Mal gucken, ob das eine Idee ist. So, was haben wir vorhin gesagt? 360, ne? Ach, da war es ja auch gerade. Naja, noch nicht ganz, ne? Doch. Genau, 362, das war ja auch das Live-Chart-Level. Spannend. Ah, genau, hier. Schreibt auch, ne? Ha, genau, bei 362. Ja, ich habe ja vorhin, ne, ich habe das ja gesagt, es könnte funktionieren. Ja, warte mal ab. Sokoban. Von ihm kam das auch. Warte mal ab, lass den mal irgendwie hier mal 5 Minuten machen und dann mal gucken.
ob das wirklich direkt weitergeht. Also kann sein, ne? Deswegen, ich habe den jetzt hier gerade zum zweiten Mal aufgemacht. Bitte, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, nicht einfach nachmachen, ja. Dann lieber irgendwie den schnellen Skype und dann ist alles, wäre alles fein gewesen. Der kann jetzt auch hier mich einfach über den Haufen fahren. Das ist dann zwar blöd, ne? Im Live-Trading, das ist klar. Aber ich weiß aber auf der anderen Seite, ich kriege den aber auch nochmal zu greifen, ja. Und das ist ja, wie ich ja zu Beginn gesagt habe, hier immer nur der Ausschnitt von einer einzigen Stunde, nicht mehr und nicht weniger, ne? Aus dem gesamten Trading-Tag. So, trotzdem versuche ich mich natürlich jetzt hier irgendwie nicht dumm anzustellen. Und man sieht ja halt auch, ne? Also es kann immer sein, dass ich den Stop nochmal verschiebe. Aber ich bin da schon auf der Hut, ne? Weil ich da eigentlich, ich will da auf keinen Fall irgendwie blind dagegen halten, ne? Auf gar keinen Fall. Sondern ich habe jetzt halt nur gesehen, okay, da oben, ne? Da ging es jetzt erstmal nicht weiter. Würde passen zum Live-Chart, würde passen dazu, dass er schon wieder so angesetzt hat wie bei der letzten M15. Und eben auch dazu, dass das Framing mal zu testen. So, das heißt aber nicht, dass es machen muss, ja. Das heißt gar nichts. Also, das heißt einfach nur, okay, könnte sein. So, weil generell würde ich immer noch gerne unten reinkommen. So, und hier halt, alles, das ist schon ordentlich heftig da oben, ne? Wenn er das jetzt nicht macht, dann würde ich tatsächlich erst auch über der 400 dann nochmal ansetzen. Und dann aber halt eben auch richtig, ne? Also mit einer ordentlichen Positionsgröße. Ich weiß, ne? Das ist jetzt für einige, ist das halt natürlich ein bisschen utopisch, wenn ich sage, eine ordentliche Größe, weil die hier halt schon jetzt nicht kleines, aber da sage ich halt auch immer, es muss einfach nur zum eigenen Konto und Stil passen, dann ist alles fein. Ne? Aber den hier, ja, deswegen skaliere ich den jetzt auch nicht einfach so. Die Frage kam ja auch letztens, wann skalierst du, wo ich sage, ja, eigentlich fast immer. Aber hier, das sehe ich noch nicht so wirklich, ne? Warum ich mich hier irgendwie im Risiko halt hier verschlechtern soll. Beziehungsweise warum ich das erhöhen sollte. Ich sehe noch keinen Grund dafür. Deswegen lieber dann halt sagen, okay, komm. So, 3, 5, 9, ne, war hier oben. Und die 3, 9, 8. Ne. Deswegen sage ich ja lieber dann halt irgendwie oberhalb der 400, wenn das jetzt hier irgendwie nichts bringen sollte. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Die anderen Kandidaten sind wahrscheinlich durch, also habe ich gar nicht eingeschaltet, die Stundenpivots. Die habe ich noch gar nicht drin. Also hier ist zwar jetzt ein bisschen langsamer der Markt, das sieht man halt schon, ne? Aber ey, da geht ja kein Punkt rückwärts, ne? So, das wäre die nächste Übertreibung, 3, 4, 7. Okay, komm, bevor das jetzt ganz genau hier an meinem Stop ist. Stimmt das so? 3, 4, 7, 3, 380. So, aber, ne, Moment, 380 kommt nicht zu früh. Bei dem muss ich dann schon versuchen, wirklich ganz genau zu kriegen. Aber eigentlich gibt es ja schon fast gar keinen Grund mehr dafür, den zu machen, bin ich auch ehrlich, ne? Okay. Bisschen ist da. Aber halt nicht viel, ne? Nicht wahnsinnig viel.
So, wieder im 5 vorbei. Das ist, nee, da kommt nichts mehr. Ich meine, da kommt nichts mehr da unten in meine Stimme. Sorry, tut mir so leid. Nicht entschuldigen. Der ist so still. Nelson, das wäre so der Moment, wenn ich Ich war mich geschockt. Ich war verhuste. kurz davor, loszufahren. Was loszufahren? Ja, zu dir, Mann. Achso. Ich meine eigentlich der Moment, wo du was sagen kannst. Ich musste erst mal alles zusammen, meine Gedanken zusammentreiben. Achso, okay. Was? Ach so, okay. Tja. Nee, ich weiß, das ist immer nur mit dir so, ne? Ich bin wahrscheinlich irgendwie allergisch auf dich, Nelson. Weil so, wenn ich nachmittags oder so, ne, irgendwie Live-Trading mache, ist das immer alles ganz fein mit meiner Stimme. Das hat schon wehgetan, gerade jetzt. Scheiße, mir tut es eher weh, wenn der Markt jetzt irgendwie nicht, wenn der Markt jetzt nach oben ploppt. Statt mir mal ganz kurz irgendwie einen Entry unten zu geben, das täte mir weh. Aber Guck hier mal, passiert ja irgendwie. das tut jetzt doppelt weh. Anstatt das wieder zurückzunehmen, nimmst du schon wieder einen anderen Grund. Ja, okay, alles So, klar. okay, ja, sorry, Nein, tut mir nein, nein, leid. nein, 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 nein. Ist Ja, okay. es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das ist ja, ich werde es meinem nächsten Kirchengang auch beichten. Wahnsinn. Ja, guck mal, die Chat-Teilnehmer hier schreiben das auch. Frechheit. Ja. Ja, das Nelson hat schon recht. Das ist. Er hat da halt einfach recht, ne? Guck mal, hier kommt, ey, meine Güte. Kommt hier jetzt mal irgendwas? Ich will doch nur einmal kurz rückwärts. So, 15 Punkte? Das kann ja nicht so schwer sein. Also, ne, ich habe aber auch gesagt, das ist eigentlich bitte nicht nachmachen da oben, ne? Also, es sind verdammt wenig Gründe, die ich da gerade habe für den Short. Das sind echt wenig Gründe. So, hier, POC, kriegen wir den wenigstens mal. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Ah, da kommt irgendwie, so ist hier mein Volumen da eigentlich los. Der zackert hier oben echt so eine Range von irgendwie noch nicht mal 10 Punkten rum. Das ist sowas von nicht short. Ja, da fehlt eventuell ein kleines Stück. Ist also auf jeden Fall ganz astreiner Squeeze, der bisher noch kein einziges Mal getestet wurde. Ne? Also im Framing auf der Unterseite. Noch kein einziges Mal, so wie ich das sehe. Also alle im 5-Kerzen sind hier einfach weitergelaufen. Es gab keine einzige, die einen neuen Frame gebaut hat, ist überhaupt mal unten getestet worden. Die hier jetzt gerade mal an der Eröffnung, das ist die letzte, die kürzeste. Aber sonst einfach nichts. Das ist echt schon hardcore. Hardcore squeezig, die ganze Nummer hier. Schon ein bisschen bitter. Also klar, der fliegt mir jetzt wahrscheinlich auch gleich um die Ohren. Aber dann ist das auch verdient. Ja, vorhin die erste Reaktion von dem ersten Entry, die war eigentlich schon ziemlich gut. Die war so gut wie die um 9:15 Uhr. Die hätte ich eigentlich schon mitnehmen können.
So, what new? Um 15 kommt direkt wieder die Nachreaktion. So, aber der könnte jetzt zumindest mal, das wäre jetzt der Erste, der es auf der Unterseite versuchen könnte. Ja, jetzt haben wir zumindest mal hier so ein bisschen Gegenbewegung, aber auch immer noch nicht viel. Das heißt, der könnte zumindest mal hier bis dahin laufen, wo ich mein Long liegen habe, aber eigentlich jetzt auch nur, um den auf dem Level den Short aufzulösen. Aber auch dazu bräuchte ich mal so, ne, wie viel sind das? 20 Punkte rückwärts. Mehr muss es ja gar nicht sein. Mehr muss es nicht sein. So, und dann ist halt immer noch die Frage, wo kommen wir da wieder rein? Ne, weil das steht schon echt arg da oben rum. Also er sieht ja nicht mal hier im M2, kriegt er das halt irgendwie umgedreht. Ja, jetzt haben wir hier mal einen roten Kasten im M2, aber gerade so. Gerade so. Tja. Nachmittag hast du bestimmt schon zwei Bier-Intus, da läuft es besser. Danke, Uwe. Danke, das ist doch nett. Ja, ich sage ja immer hier die Kommentare, das ist schon ganz großes Kino. Jetzt klebt er hier, also ist jetzt hier 3 Punkte Range oder was? Alter. Komm, einmal nach unten rausspucken, wird er wohl drin sein. Boah, ey. Meine Stimme, ja, das ist wahrscheinlich schwer auszuhalten auf der anderen Seite. So, jetzt macht er hier den Framing-Test da auf der Unterseite. Da darf er jetzt auch gerne einmal kurz durch. Komm, trau dich. Einmal kurz durch, weil dann kann er nämlich den M15 auch. Ne, das wäre dann auch gleichzeitig der hier, 4-4. Da liegt der eigentlich genau richtig. Aber machen muss es halt trotzdem, ne? Und ich hier nach 5 Punkten runter schon wieder 5 Punkte rauf. Ja, da muss man mal kurz locker bleiben. Und nicht in Panik verfallen. Obwohl, ob ich das hier direkt das Reversal mache, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen. Das ist auch so, es könnte zu hoch sein, ne? Weil falls er jetzt irgendwie doch noch ansetzt zur Korrektur auf den letzten Drücker und dann ist das auf jeden Fall zu hoch, ne? Dann ist das auf jeden Fall zu hoch. So, das meinte ich, ne? Dieser Test, ey, aber hey, wir reden hier über 2 Punkte rauf und runter. Also das kann es ja jetzt wohl echt nicht sein, ne? Das kann es jetzt echt nicht sein. Na komm. Also ich glaube, ne, auch jemand gerade in den Kommentaren geschrieben, man sieht, wie schwer es ist, live zu traden. Ich glaube, wenn ich das hier ohne Publikum machen würde, würde ich mir jetzt einfach einen Kaffee machen gehen. So, statt hier zu sitzen mit irgendwie einer Hand an der Tastatur, die andere an der Maus, würde ich sagen, ey, komm. Oh, ey, meine Stimme. Das ist vielleicht einfach nur morgens. Vielleicht sollten wir morgens einfach keine Live-Tradings mehr machen. Wer versucht, von mir wegzukommen, das ist ja unglaublich. Nee, wir können ja nachmittags das irgendwie machen. Stattdessen. Ey, der DAX macht hier gerade eine 2-Punkte-Range. Also, das ist nicht sein Ernst. Das kann nicht sein Ernst sein, gerade echt.
Dann mach wenigstens das Framing kaputt in M5. Ja, immerhin. Mal kurz auf Rot gedreht. Heißt noch nichts, aber könnte jetzt zumindest noch ein paar Punkte geben. Also ist zumindest der hier voll gemacht wird. Ey. Hast du keinen Hustenbonbon bei dir, oder? Husten und Markt. Vielleicht mache ich das aber auch wegen dem Markt. So, vielleicht ist das Räuspern immer, wenn es anstrengend ist. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Alter. Nelson, kannst du bitte mal einfach nur 10 Kontrakte da reinschmeißen, damit ich da 3 Punkte Nein, ich runterbewegen? weigere mich heute, irgendwas für dich zu tun jetzt. Oh. Erwarte auch kein Mitleid, wenn du nächstes Mal wegen einem Punkt dein Entry nicht erreichst, dann. So. Danke für den Kommentar. So, jetzt aber hier kriegen wir wenigstens mal 3 Punkte. Also. Ja, sehr gut. Jetzt So, läuft's einer auch. raus. Also, ja, so, Framing M15, ein Test. Also Short ist die falsche Richtung, ist mir schon klar, ne? So generell für das, was ich gesagt habe, aber ja, es bringt ja hier zumindest mal ein bisschen was. So, jetzt haben wir hier das Framing im M15. Da hänge ich mich jetzt einfach direkt hin dran. Ich wollte hier ein paar Punkte rückwärts, um das Ding halt eben zu finanzieren, um unten nochmal reinzukommen. Und entweder kriege ich jetzt ein paar noch geschenkt oder wenn nicht, ist auch egal. Ne? Aber ob der das bricht oder nicht, steht jetzt auch auf dem anderen Blatt. So, gut, okay. Na, ist mir jetzt wurscht. Also, ich glaube aber insgesamt kann sich ja das sehen lassen, ne? Was dann hier rausgekommen ist. So, hier. Ja, das ist das Ergebnis. Wobei der erste stimmt gar nicht. Ne? Der erste Trade fehlt ja hier. Das waren 260 Euro. Die darf man hier nicht reinrechnen. Also knapp 1000 Euro. Okay. Gut. Also, ne? Ob der das jetzt hier bricht, weiß ich nicht. Aber ich finde halt, das Framing ist irgendwie momentan eine ziemlich wichtige Indikation, die auch nicht immer läuft. Aber momentan macht das eben. Deswegen habe ich die auch so extrem immer auf dem Schirm. Ja. Ich wäre natürlich lieber in den Long reingekommen. Ich wäre lieber in den Long reingekommen, Nelson, weißt du? Ich komm heute nicht klar, ey. Aber wäre Mann, ich bin tatsächlich jetzt immer. meine Frage, ob du deine Idee, long zu gehen, jetzt noch Bestand hat, erstmal, oder wartest du ab? Ja, natürlich, ne, klar. Also wenn wir über den Highs schließen, ne, wie ich ja auch gerade gesagt habe, beziehungsweise gezeigt habe hier im H1. Wenn wir über den Highs schließen und über dem Gap, natürlich, dann wäre das ein ganz klar Roll Reversal. Das heißt, ein Rücksetzer hierhin oder halt eben auch bis ans Gap und von dort dann halt eben Long. Also klar, das ist einfach, das wäre nur der Klassiker. Von daher, ich meine, ich kann es ja auch nicht garantieren, dass das funktioniert, ne? Aber das ist ein ganz klassischer Ansatz. Vorausgesetzt, er schließt jetzt aber auch hier irgendwo, ne? Und schließt jetzt nicht etwa tatsächlich noch mal hier an dem High oder so, dann wird es nicht reichen. Ja. Das ist halt auch klar. Jetzt macht er hier echt das Framing kaputt, der Sack. Das ist schon krass. Ne? Gut, aber ich wollte ja nur bis dahin, weiter wollte ich ja gar nicht. Deswegen ist mein Exit hier völlig fein. Ne? Also alles gut. Ja, aber das ist schon, aber man sieht zumindest, das finde ich jetzt eigentlich dann ziemlich gut, dass das hier noch mal so ein bisschen Lerncharakter auch hat. Ne, er hat hier oben reagiert, hat dann hier das Framing kaputt gemacht, nicht nur getestet im M5 und direkt gibt es auch eine Folgereaktion, die nach unten gerichtet ist. Ne? Ob der jetzt den M15 auch kaputt macht, weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber zumindest sieht man, okay, Framing ist was, da kann man sich momentan ganz gut drauf verlassen. Da muss man irgendwie gar nicht so viel raten. Ne? Okay, also, weil klar, wenn der jetzt hier den M15 auch auf Rot dreht, dann wird es erstmal, ach, guck mal hier. Dann wird es auch irgendwie erstmal wieder kompliziert. Guck mal hier, da kann man ja malen. Das habe ich ja nie gemacht. Der Heiko kann das so schön. Nelson! Das N wird schwierig. Okay, das habe ich falsch angesetzt. Jetzt könnte ich so ein Herzchen malen, aber das ist jetzt so cool. Okay. Also, Pass auf, hier gut. im Chat kriegst du jetzt Empfehlungen für dein Räuspern und Kratzen im Hals. Ja.
Räusper-Indikator, vielleicht bräuchte man sowas auch. Ne? So, aber hier zumindest, was man ja hier sieht, ist, ne, was ich gerade gesagt habe, ob der den jetzt bricht, weiß ich nicht. Ne? Aber man sieht, okay, wir haben halt hier ein Framing, der Markt versucht es zu halten, hier ja auch gerade wieder. Und heute Morgen übrigens mit dem Long, den man jetzt hier nicht gesehen hat, war eigentlich genau das Gleiche. Hier im H1 hatten wir Long Framing und ich bin da drunter irgendwo tatsächlich unter dem SMA oder unter dem EMA. Nee, einmal drüber und einmal drunter bin ich long gegangen und gesagt, der hält das doch bestimmt und habe dann aber gedacht, naja, komm, um 9 Uhr, kurz vor 9, beziehungsweise bevor wir hier gestartet sind, ich mache den erstmal zu, weil ich will hier nicht mit einem laufenden Trade auch reinkommen und das sah auch nicht so safe aus, dass das so kommt, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ne? Aber der Ansatz, das Framing zu halten, der ist nicht so verkehrt. Ne? Und je größer der Timeframe, umso sicherer natürlich, das ist halt auch klar. Und deswegen, dass der jetzt hier nicht einfach so nach rot dreht, ist völlig okay. Und auch da wieder der Exit, super fein. Ne? Also, das passt alles. Gut, ansonsten habe ich ja, glaube ich, irgendwie zum Markt alles Mögliche erklärt. Das sollte ja irgendwie soweit ja dann auch klar sein. Gestern und heute. Und es ist ja auf jeden Fall hier was rausgekommen. Das ist ja grundsätzlich schon mal gut. Es waren 2 plus 11 plus 34 sind 47 Punkte. Das ist okay. Ne? Also, nicht die Monsterbewegung, aber soweit okay. Meine Hast du Stimme. gut gemacht. Ich glaube, meine Stimme kann ich nachher hier draußen an der Garderobe abgeben. Ach ja, weiß nicht, was das ist. Das ist einfach zu früh. Gut, also, die Neuen sind noch da oder sind die alle abgehauen? Ich hoffe vor allen Dingen, dass auch die. Hier ist ein bisschen was. Lernen konnten und ja, Sehr viele sind noch da. Sehr ist schön. manchmal nicht so einfach und aber alles schön. Gut, also ne, ich mache das hier ja öfters. Also die Neuen bitte gerne Kanal abonnieren, gerne auch bei FX Flat im Webinar registrieren. Wer noch kein vernünftiges Konto hat, der darf das sehr gerne bei FX Flat machen. Den Link gibt es dazu bei mir in meiner Beschreibung. Kriege ich auch ein kleines Kickback. Freue ich mich natürlich auch drüber, weil ich mache das hier ansonsten alles komplett umsonst. Also nicht umsonst, aber gratis. Und ich hoffe nicht umsonst, sondern es ist ja dazu da, dass man damit was anfangen kann mit dem, was ich mache. Gut, also mein nächstes Livestreaming gibt es dann halt nochmal heute Nacht gegen 11 Uhr, wo ich den Markt für morgen bespreche. Live-Trading heute Nachmittag mit dem Andreas eher nicht. Vielleicht morgen, ich muss mal gucken. Das ist immer relativ spontan. Da lege ich mich ungerne fest, weil natürlich auch, ich muss mich auch ein bisschen um den Stereotrader kümmern. Da war vorher noch irgendeine Frage. Achso, ja, genau, von dem Werner. Der hat gemeint, in dem neuen Prax im letzten Update würde man die Zahlen nicht mehr sehen von den Levels. Das stimmt so nicht. Die sind einfach alle gelöscht, weil nämlich die neue Stereo-Trader-Version macht das besser. Und die kommt entweder heute oder morgen dann als Pre-Release. Ne? Und da muss man dann einfach nur nochmal aktualisieren und dann ist wieder alles fein. Weil da war so ein kleiner Fehler drin mit der Darstellung, also hier von den automatischen Levels, ne? Also wenn man ja hier irgendwie, ich sitze hier mit der Plastikflasche, wenn man ja hier irgendwie ein Level einzeichnet, dann macht er, komm schon, falsch geklickt, dann macht er hier direkt die Zahl mit dazu, ne? Und das macht ja der Stereotrader von selber. Und das ist halt eben, das ist eine Funktionalität komplett anders, als es vorher war. Und das ist nicht weg, sondern nur die Automatisierung von den Levels, die ist geändert. Deswegen sieht man das, wenn man jetzt das aktuelle Live-Chart drauf hat und nicht die Pre-Release vom Stereo-Trader, dann sieht man da möglicherweise keine Levels. Das kann schon sein. Ne? Das ist aber kein Bug. So, das nur am Rande. Okay, so, also hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Und Nelson, wann sehen wir uns denn wieder im Live-Trading? In 2 Wochen würde ich sagen, oder? Ja, das ist ganz schön lange hin, ne? Ich werde dich sehr vermissen, Nelson. Ja. Ich wünsche dir Ich heute mache gerne Nachmittag Live-Trading viel mit dir. Spaß ohne mich. Nee, nee, das ist doch Und mal dann. wieder schön. Das hat ja auch Tradition. Wir machen das jetzt irgendwie 6 Jahre schon, ne?
Ja, Und genau, Christian, auf einmal. Ja, ich merke das schon. ja, das nennt Nein. man, weißt du, so verzögerte Empathie. Ja, hängt mich mit dem Okay. Internet zusammen. Gut. Okay, also hat Spaß gemacht. Danke nochmal und ich verabschiede mich an der Stelle. Und der Nelson hat sehr, sehr gerne das letzte Wort, auch hier für YouTube. Du darfst sagen, was du willst. Ich klinge mich aus und ich freue mich, wenn alle dem Nelson noch kurz zuhören. Alles gut. Also es hat mir natürlich sehr viel Freude gemacht heute mit dir und vielen Dank für das Webinar. Natürlich auch danke an alle, die dabei waren, sowohl hier als auch auf YouTube. Viel Erfolg heute noch, viel Erfolg die Woche. Passt auf eure Positionen auf und dann gerne wieder hier Live-Trading am 24. mit Dirk und vielleicht mit mir. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.